Neue Infos zu Avowed, Princess Peach bringt uns wunderschöne neue Joy-Cons mit und Blizzard gibt neue Informationen zu Overwatch als E-Sport. Ich bin Natascha und diese Ausgabe der GameStar News wird euch frisch präsentiert von TikTok. Wir bedanken uns bei unserem Partner für die freundliche Unterstützung und jetzt geht's weiter mit den News des Tages. Nachdem es letzte Woche im Rahmen der Xbox Developer Direct endlich neues Material zu Avowed gab, hat Obsidian vor einigen Stunden nun weitere Details und Informationen auf dem offiziellen Blog von Xbox Wire parallel zur neuen Podcast-Folge geteilt. Im Podcast geben Avowed Game Director Carrie Patel und Gameplay Director Gabe Paramo einen tieferen Einblick in die aktuelle Entwicklung und erklären unter anderem das Kampfsystem und die Gefährten. Wie wir bereits wissen, spielt Avowed im Land Eora, das wir bereits aus den Pillars of Eternity Spielen kennen. Anders als das wird es aber nicht so sehr auf Stats setzen. Tatsächlich verzichtet Avowed komplett auf Klassen und implementiert stattdessen ein Fähigkeitensystem, wie wir es zum Beispiel aus Skyrim kennen. Paramo erklärt, dass es mehrere Fähigkeitenbäume gibt, aus denen wir unsere Fähigkeiten nach und nach auswählen und verbessern können. Zu Beginn des Spiels gibt es aber, wie gesagt, keine Klassen, sondern Backgrounds, die binden uns aber nicht fix in unseren Entscheidungen und Builds, sondern bieten einen Ausgangspunkt für unseren Charakter. Außerdem wurde auch über die verschiedenen Begleiter gesprochen, die wir im Laufe des Spiels mitnehmen können. Wie viele Gefährten wir insgesamt sammeln können, wurde nicht gesagt, aber wir können sie aus unserem Partycamp heraus mitnehmen, immer zwei gleichzeitig. Es gibt nur ein paar wenige Instanzen, in denen wir einen bestimmten Begleiter mitnehmen müssen, um eine bestimmte Quest zu beenden. Außerdem gibt es kein konkretes Approval-System, wie jetzt zum Beispiel in Baldur's Gate 3. Das heißt, nur weil wir Entscheidungen treffen, die unseren Gefährten nicht gefallen, werden sie uns nicht verlassen. Unsere Entscheidungen in Dialogen mit den NPCs werden aber auch deren Entscheidungen, ihr Verhalten und ihre Geschichte beeinflussen. Überhaupt soll unser Einfluss auf die Geschichte teilweise auch stark von eher subtilen Entscheidungen beeinflusst werden. Außerdem soll es eine ganze Menge Zeug geben, was man durchaus verpassen kann. Auf einen reinen Pazifisten-Run solltet ihr euch übrigens nicht vorbereiten. Anders als zum Beispiel in Outer Worlds oder Fallout kann man wohl nicht ganz ohne Gewalt durch das Spiel kommen. Wie oft wir aber tatsächlich gezwungen sind, Blut zu vergießen, das bleibt erstmal abzuwarten. Manchmal entdeckt die Spielerschaft ja auch durchaus Wege, mit denen die Entwickler nie gerechnet hätten. Einen fixen Release-Termin für Avowed gibt es nach wie vor nicht. Plan ist Herbst 2024 für PC und Xbox Series. What are you gonna do with it? Es gibt einen neuen Trailer zu Princess Peach Showtime und der zeigt nicht nur neues Gameplay zur kommenden Action-Adventure mit unserer pinken Prinzessin als Heldin, sondern damit auch einige ihrer neuen Outfits und Fähigkeiten. In Showtime schlüpft Peach nämlich im wahrsten Sinne des Wortes in verschiedene Rollen, die ganz eigene Spielmechaniken mit sich bringen. Als Ninja hüpft sie geschickt durch Jump-and-Run-Passagen, als Detektivin löst sie mysteriöse Rätsel und als Kung-Fu-Kämpferin prügelt sie sich durch die Gegner. Passend zum Spiel gibt es außerdem neue Joy-Cons, die in wunderschönem Blassrosa erstrahlen. Beides kommt am 23. März auf den Markt. Wer nicht so lange warten möchte, die Joy-Cons in einem ziemlich ähnlichen Ton sind im Sommer auch bereits letztes Jahr als Teil der Pastel Collection herausgekommen. Many other transformations are just behind the curtain. The stage is set. Our leading lady is ready for the spotlight. Vor etwa zwei Monaten hat Blizzard die Overwatch League eingestampft. Nun gibt es erste Informationen zu den Plänen, wie es mit professionellem E-Sport in Overwatch weitergeht. Wie versprochen hat Blizzard nun nämlich das nächste Kapitel enthüllt, die Overwatch Champions Series. Dabei handelt es sich um eine Reihe von regionalen Wettkämpfen über jeweils 4 Wochen, Qualifier und Main Event, die jeweils in Nordamerika, Europa, dem Mittleren Osten und Nordafrika ausgetragen werden. In Asien ist das Turnier ein bisschen anders aufgestellt. Das Ganze gipfelt dann in 2 Live-Events, jeweils auf der DreamHack im Sommer in Dallas und im Herbst in Stockholm. Mehr Infos und wo ihr euch selbst anmelden könnt, gibt's auf der offiziellen Webseite, die ich euch sehr gerne in der Videobeschreibung verlinke. Let the festivities begin. Hahaha.
Wir sprechen hier in den News ja nicht allzu oft von Hardware und wenn, dann immer nur über die neuesten Grafikkarten. Aber Grafik ist natürlich nicht alles. Deswegen dachte ich mir, ich berichte euch heute mal von der neuen SSD 990 Evo von Samsung. Die ist nämlich ab sofort auf dem Markt. Laut Hersteller bietet sie bis zu 43% verbesserte Leistung und bis zu 70% verbesserte Energieeffizienz gegenüber dem Vorgängermodell. Es gibt sie in 1 TB oder 2 TB und sie schlägt mit jeweils 115 € bzw. 175 € unverbindliche Preisempfehlung zu Buche. Ob ihr das aber wirklich braucht, das solltet ihr euch genau überlegen. Wir kommen nämlich langsam in eine Gegend, wo Hardware so viel kann, dass es für einen reinen Gaming-PC überhaupt keinen Unterschied mehr macht. Mein Kollege Nils hat letztes Jahr einen aufwendigen Test zu Forspoken gemacht, in dem er zeigt, dass sich die Unterschiede teilweise im absolut minimalen Bereich bewegen. Wenn ihr aber dringend eine neue SSD braucht, solltet ihr übrigens laut unserem Hardware-Experten Jakob so bald wie möglich zuschlagen. In den nächsten Monaten werden die Preise nämlich voraussichtlich nur noch weiter in die Höhe sausen. Eine Entspannung am Markt sieht er erst für die 2. Jahreshälfte. Now, who's up for multiplayer? Ich würde ja gerne sagen, wir berichten üblicherweise nicht über Gerüchte, aber ja, nee, das sage ich lieber nicht. Aber das Gerücht, das ich heute für euch habe, das kommt mal wieder aus einer sehr seriösen Quelle, nämlich von Gaming-Journalist und Insider Jeff Grubb. Der behauptet nämlich, dass nächste Woche vermutlich endlich mal wieder ein PlayStation Showcase stattfinden wird. Ein weiterer Insider, bekannt unter dem Nick Bill Kuhn, behauptet, dass es neue Infos zum PS5-exklusiven Kojima-Titel Death Stranding 2 geben soll. Bill Kuhn lag regelmäßig mit seinen Voraussagen auf PlayStation Plus-Titel richtig. Jetzt behauptet er, er wisse bereits den vollen Namen der Fortsetzung des Packaldienst-Simulators, nämlich Death Stranding 2 on the Beach. Außerdem steht seiner Aussage nach eine 2. Ankündigung zum Spiel bevor. Einen konkreten Termin nennen weder Jeff Grubb noch Bill Kuhn, letzterer spricht aber konkret von den nächsten 2 Wochen. Das Gerücht ist unseren Analysten nach durchaus wahrscheinlich. Zum einen sprechen hier 2 verschiedene, voneinander unabhängig zuverlässige Quellen. Zum anderen gab es bereits letztes Jahr im Februar eine State of Play. Terminlich würde es also durchaus passen. Außerdem erscheint Ende Februar Final Fantasy VII Rebirth und im März Rise of the Ronin. Zu beiden Titeln könnte auf einer State of Play nochmal was Neues kommen. Und ein gut versteckter Hinweis findet sich auch in einem Bild, das Hideo Kojimas Assistentin im September letzten Jahres geteilt hat. Wer nämlich sehr, sehr, sehr genau hinschaut, könnte mit ein bisschen Fantasie in Kojimas Premiere-Projekt den Dateinamen State of Play XXX Trailer DS2 erkennen. Ja, das ist ja wieder ein Dingens. Ich hab nichts gesehen, ich hab nichts gehört. Ich bin heute Morgen überhaupt nicht aufgestanden. Und wir bleiben noch mal kurz bei Death Stranding, denn unabhängig vom Gemunkel um den 2. Teil gibt's handfeste Fakten zum Release-Datum der iPhone-Version des 1. Teils. Am 30. Januar ist es soweit, da erscheint Death Stranding Director's Cut für Apple-Geräte, aber natürlich nicht für alle. Das Spiel kann man auf dem iPhone 15 Pro mit dem A17 Pro-Chip spielen, sowie auf allen iPads und Macs mit Chips der M-Serie. Was denkt ihr? Ist das ein gutes Spiel für unterwegs? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Now let's talk about the camera. Und das war's auch heute wieder mit den besten News der Welt. Huch, Entschuldigung, habe ich das gerade laut ausgesprochen? Aber wenn ihr meiner Meinung seid, dann gebt uns gerne einen Like und hinterlasst einen netten Kommentar. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, solltet ihr dringend den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer direkt Bescheid, wenn wir was Neues hochladen. Zum Beispiel diesen traurigen Abschiedsgruß an The Day Before oder frisch und heiß unser erster Eindruck auf Palworld. Oder die News von morgen. Da sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß und guten Loot.